Willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft. Jawohl, und das geht auch direkt los. Und wir wollten uns jetzt diese Folge in den Wald hineinschlagen. Und im Wald wollten wir als erstes mal Tropenholz sammeln, um dann unsere kleine Plantage auf Vordermann zu bringen, so ein bisschen mehr von den Kakaobohnen anpflanzen zu können, wenn wir da mal mehr haben. Und natürlich auch normales Holz wollten wir in rauen Mengen sammeln. So, wir hatten uns in der letzten Folge schon hierher begeben und jetzt wollten wir geeignete Bäume suchen, um hier praktisch unserer neuen Leidenschaft zu frönen, nämlich dem Holzfäller-Reichtum. So, nehmen wir doch gleich den hier. Das verschandelt dann zwar so ein bisschen die Landschaft, aber shit happens. Das war der Baum unten. Ein Baum weniger durfte im Dschungel ja nicht auffallen, sagten sich die Wilderer im Dschungel und fällten den halben Wald. So. Haben wir noch einen? Von wo kamen wir? Von dort. Das heißt, der Dschungel zieht sich hier lang irgendwie. Da ist noch ein Bäumchen drunter. So, kommen. Achso, das ist hier das Unterholz daneben. Ich möchte hier ganz gerne raus, danke. So. Jetzt war schon wieder hier vorne. Da lang müsste es theoretisch noch welche geben. Wir klettern mal hier rüber. Hier ist ein ganz großer. Den nehmen wir aber nicht. Wir nehmen irgendwas. Wir wollen ja auch bloß ein paar. Wir wollen ja nicht den ganzen Wald ausbeuten, sondern wir wollen ja wirklich bloß unsere Farm, unsere kleine Farm bewirtschaften. Aber hey, lass mich da wieder hoch. Ich will hier nicht drunter sein. Hallo. Also nochmal von vorne. Wir gehen hier rauf und hopsasa. So. Interessant, das Schwert schafft also die Blätter schneller weg als das, als die Axt. Okay, so, das ist wieder einer. Wie viel haben wir jetzt so? 22, das ist schon doppelt so viel, wie wir vorher hatten. So, dann nehmen wir den hier noch mit. Ja, kann man nicht auch mal mitnehmen. Dschungellaub. Zack. Dann muss das nicht erst die Cane, sondern wir können es gleich so mitnehmen. Hat ja auch seine Vorteile. Zack, zack, zack. Ich stelle mir gerade vor, wie es aussehen würde, wenn man einen kompletten Wald einfach mal entlauben würde. Überstehen die Riesenstümpel. Dann machst du dir einen künstlichen Wald. Ich weiß nicht, vielleicht vor die Haustür so als Hecke. So eine 30 Meter hohe Hecke hat doch bestimmt auch optische Aspekte, die man reizvoll nennen könnte. Ein grüner Wolkenkratzer. Ja, das wäre zum Beispiel wieder sowas, das würde mich reizen. So, wir nehmen einfach alles mit. Wir nehmen mal hier die Erzeugnis der Kultur mit. Und da ist noch eine Kakaobohne. Die leuchten rot, wenn man sie abhackt. Okay. Das ist gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Warte, gucken wir uns mal an. Hallo? So. Zack. Kommt immer zwei raus. Da ist auch noch eine. Zack. Dort wächst auch noch eine. Zack. Und hier wachsen sogar zwei. Irgendwo ist sie gerade. Wo ist die? Scheiße. Die Stelle kommt mir bekannt vor. Die auch. Also unser Dschungel ist nun nicht gerade grob. Ein Ozelot. Immerhin ist der Dschungel noch Dschungel, auch nach dem Update. Unser Ozelot. Und das war's mit dem Dschungel ja auch schon. Schade, der Dschungel ist nicht besonders groß. Wir müssen also darauf achten, auch ab und zu mal Dschungelsetzlinge einzusetzen, wenn wir irgendwie den Dschungel zu stark dezimieren, könnte dann nämlich Probleme geben. Sind zwar einwandfreie Holzproduzenten, gerade für Werkzeugholz würde ich sie gerne nehmen. Aber ich akzeptiere auch, dass der Dschungel hier ein großer Bestandteil der Karte ist. Groß im gemessen an unserer Landfläche. Wir haben ja so eine blöde Wasserkarte abgekommen. Oder ist das blöd? Wir haben eine Wasserkarte abbekommen. Wäre das jetzt die Creative, wäre ich schon losgeflogen und hätte 150.000 Schiffe aufgestellt. Aber wir sind leider nicht im Creative, sondern wir müssen uns damit begnügen. Das ist begnügend, wir spielen den Überlebensmodus. Der auch reizvoll ist, aber auf der Karte sind meine Möglichkeiten halt stark beschränkt.
So große Bauvorhaben kann ich hier nicht wirklich, ja, sagen wir mal, in die Wege leiten. Könnte ich sie, aber es hätte keinen Sinn oder nicht wirklich, weil was bringen mir große Bauprojekte, wenn ich sie überhaupt, oder was bringen mir die Ideen zu großen Bauprojekten und die Möglichkeiten mit im materiellen Sinne, wenn ich gar keinen Platz habe, riesige Burgen und was weiß ich zu bauen. Ich meine, die Stadt würde, die Stadt, aus der, die ich zu, ganz am Anfang noch in meiner Let's Show Welt per Hand gebaut habe, also im Lebensmodus, hätte hier auf der Insel gerade so Platz. Da müsste ich aber jeden See zumauern. Und naja, doch wahrscheinlich hier so, wie weit wird die gehen? Von hier so dieser ganze Radius. Okay. Ja, also der ganze Radius hier einmal ringsrum. Wahrscheinlich wäre jetzt alles Stadt, wenn das hier das Zentrum ist. Die Pilzinsel ist ja auch noch da, aber das fällt jetzt für mich als Bauland in dieser Staffel mal aus. Weizen. Ja, spring doch ein bisschen ins Weizenfeld. Klar. Die scheinen reif zu sein. Ja. Guck mal hier. Unsere reifen Samen. So. So ein bisschen wie Hoden, die vom Stamm runterhängen. So. Ich hab nichts gesagt. Zack. Zack. Guck mal, bestimmt eine geile Statue mitmachen. Hängst vorne so einen kleinen Holzblock ran. Mit links und rechts dann die Kakaobohnen. Hätte was. So. 36. Nicht schlecht. Draußen hört einer mal wieder richtig laut Mucke. So. Kannst du mal so. Zack, 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 zack. Ja, bis hier ran. Muss ja dann. Das wird ja dann wohl hoffentlich erstmal reichen. Können dann später ja noch nach hier verbreitern und da auch noch einen Stamm hinlegen. Ich weiß, wir werden sowieso nicht so viele Kakaobohnen brauchen. Wir haben jetzt 64 Stück. So viel werden wir niemals verbrauchen oder niemals wirklich benutzen müssen, hoffe ich. Es sei denn, wir starten jetzt eine groß angelegte Keks-Operation, in der wir mit Fallschirmen Keks über armen Ländern abschmeißen. So Afrika, Griechenland, Frankreich, Italien, Brasilien, um die Hungersnöte dort zu beenden. Aber ansonsten wüsste ich nicht, wofür wir so viele Kakaobohnen brauchen. Das ist jetzt nur, damit die Fläche benutzt ist, ne? Also, ich habe noch wirklich keinen Plan, was ich mit so vielen Kakaobohnen machen soll. Doch dazu haben wir ja hier vorne auch noch den Stamm, der auch noch bepflanzt werden will. Zack. Sieht wirklich so ein bisschen aus wie Lichterketten. Oh, ist auch reif. Wieder welche raus, die ist auch reif. Zack, haben wir wieder welche raus. Die war, glaube ich, nicht reif. Die ist reif. Die ist auch nicht reif gewesen. Wann ist die reif? Die ist auch nicht reif. Du bist nicht reif, du auch nicht, oder? Doch, aber die geben nicht mehr. Schade. Wäre schön gewesen, wenn ihr noch was abgegeben hättet, ihr Geizkragen. So. Wie sieht es mit der hier aus? Ist nur eine, okay. Immerhin gehen die. Oh, die ist jetzt reif. So sehen die reif aus. Alles klar. So. Dann müsste die jetzt auch reif sein. Jetzt ist die auch reif. So. Dann machen wir die hier noch schnell ran über. Die, Alter, werden die schnell reif. Guck mal, ich komme nicht mal zum Aussamen. Da sind schon die ersten von den Viechern reif. Ich glaub's nicht. Die hier haben wir gerade erst gesetzt. Alter Schwede, sind die schnell. Sag ich doch. Baumhoden. Alter, hier ist schon wieder eine reif. War das nicht... Ach nee, es ist eine weiter gewesen. So. Wieder... Ah. Beim Kakaoernten gestorben, als er behende den Busch runtergesprungen ist. So, komm, da hatte ich auch noch gerade eine Reife gesehen. Och, zwei Reife sogar. Bleibt hier. Okay. Alter. Ich komme nicht mehr hinterher mit Ernten. Da ist auch noch eine reif. Zack. Klack, klack. Klack, klack. Zack, zack. Jetzt ist es passiert. Wir haben mehr von dem Zeug, als wir verbrauchen können. Oder als wir... Na doch, als wir verbrauchen können.
Warte, aber einmal geht noch. Zack. Und dann werden wir nochmal drei los. Und bekommen schon wieder welche. Zack. Eins. Und ja, wir haben alle Flächen besetzt. Auf die Rückseiten möchte ich es nicht machen. Das möchte so wirklich so ein bisschen einheitlich aussehen. Gut, das ist dann also unsere Kakaofarm. Wir könnten jetzt natürlich noch hier aufstapeln, keine Ahnung, hier so Bäume zwischenlegen, dann nach oben stapeln, sodass wir ein richtig hohes Ding bekommen. So einen richtigen Kracher, aber da sehe ich jetzt keinen Sinn drin. Das machen wir vielleicht später mal, wenn wir auf einer der anderen Inseln eine Ortschaft gründen. Aber jetzt sehe ich da drin keinen Sinn. So, warum bin ich jetzt nochmal hier? Ganz klar, ich möchte erstmal das Dschungelholz loswerden. Zum einen. Zum anderen mache ich das Inventar leer mit den Sachen, oder von den Sachen, die wir gerade gesammelt haben. Sieh mal einer an, wir hatten ja schon ein bisschen Leaves. So, das kommt da rein. Und dann möchte ich das Leben ganz gerne loswerden, was wir gesammelt hatten. Zack, zack, zack. Damit lässt sich auf jeden Fall jetzt das Haus weiter ausbauen. Zumindest so, dass wir sagen können, ist anständig. Das Leder möchte ich loswerden. Die Wolle möchte ich loswerden. Ach, ich möchte am liebsten alles loswerden. Nur meine 153 Abonnenten nicht. So. Also euch. Zack. Und machen wir noch. Das Leder wollte ich noch loswerden. Bücher. Bücher. Und Stöckchen haben wir noch. Und Fleisch haben wir noch. Ach, Fleisch muss auch noch weg. Zack. So. Hier hinter unserer Theke. Auf zum Kühlschrank. Fleisch rein. Knochen brauchen wir auch nicht mehr. Zack. Ich bin schon wieder hier abwesend gewesen unten. So, komm. Hier könnte man gut eigentlich... hier hätte gut das Alchemielabor reingekonnt. Wer weiß, was da noch am Ende kommt. Knochen, Knochen, Knochen und Knochenmehl ist auch schon drin. Muss ich mir merken. So, was machen wir jetzt noch? Getreide muss noch hinten in die Anlage. Das ist das Kuhgetreide, das gehört nach hinten. Was heißt Kuhgetreide? Das Vermehrungsgetreide, das können wir eigentlich nochmal benutzen. Was macht dort drin ein Schaf? Schweine reagieren ja darauf nicht mehr. Alter, hör mal auf zu drängeln, Alter. So. Schaf und Kuh geht ja leider nicht, das wäre dann eine dreifach gute Kuh. Kommt mal her, tu nicht gute, du und jetzt können wir noch zwei Schafe vermehren, das sind du und du. So. Euch entzüchtigen können wir leider nicht mehr, euren Pelz runterreißen, dafür haben wir leider Gottes momentan, ja, wie möchte ich es ausdrücken, keine Schere mehr, die ist uns im Wald kaputt gegangen. Aber dich können wir noch entpelzen. Hier bei der Entpelzungsfarm auf der Insel Sonnenschein. So, den haben wir. Boah, es ist so lame ohne Musik. Ich muss dieses Ding kaufen. Das sage ich jetzt schon seit 30 Folgen. So, okay, jetzt können wir wieder zum Wald rüber rennen und dort unserer neuen Leidenschaft frönen, nämlich der guten alten Waldverkloppung mit der Axt. Das ist ja ein Zweithobby von mir. Bist du jetzt? Nee, du bist nicht meiner. Du bist ein böses Hundi. Da ist unser liebes Hundi. Bewacht den Wald, den wir so eifrig angelegt haben. Da können wir gleich mal die ersten Bäume wieder wegreißen. Ich lasse die Riesenbäume stehen. Ich nehme nur die kleinen mit. So. Ich habe nämlich... gerade sagen, war der Holz gerade oben drauf. Es gibt übrigens einen lustigen Bug, wenn man auf Halbstufen, die praktisch auf der Oberseite platziert sind und alleine stehen, also auf Halbstufen, die man an dieser Seite des Blockes angebracht hat, draufsteht und die Karte startet und lädt, fällst du durch. Es regnet auch durch diese Holzstufen, also stärker, es tropft stärker durch die Holzstufen durch als durch ganze Blöcke. Das sind so ein paar Beobachtungen, die ich in der letzten Zeit gemacht habe. Die Holzstufen haben sich jetzt schon als sehr, sehr, sehr profitabel oder formidabel ist es ja eigentlich, erwiesen, weil gerade für meine Leidenschaft den Schiffsbau. Ich habe ja warte mal, lass mich überlegen. Allein in der Let's Show Welt gibt es, wenn ich die in den Werften mit einrechne, 10 oder 11 Schiffe. Davon natürlich das eine große, ein paar neuere, die ihr noch gar nicht kennt und so. Aber es gibt im Großen und Ganzen 11 Schiffe. Dann gibt es in verschiedenen anderen Karten, wo ich mal mitgewirkt habe, gibt es Schiffe. Es gibt
dazu noch mindestens 3 Wracks, die irgendwo rumliegen. Drei Wracks. Also insgesamt kann ich mich doch schon als im Schiffsbau fortgeschritten bezeichnen. Und gerade dort merke ich jetzt ziemlich häufig, wie vorteilhaft diese Stüfchen sind, die man jetzt falsch rum platzieren kann. Das macht nämlich den Vorteil, dass man unter Deck jetzt nicht mehr zu wenig Platz hat, also von der Höhe her. Man bringt einfach auf Deck die halben Stüfchen an, falsch rum. Dann hast du trotzdem eine bündige Fläche, auf der man übrigens auch keine Türen platzieren kann, denn die springen sofort wieder auseinander oder ab. Du kannst sie zwar kurz hinstellen, aber die springen kurz darauf dann wieder runter. Was irgendwie auch strange ist, aber egal. Aber du kannst immerhin schon mal ein wenig Platz in der Höhe einsparen. Du kannst ja auch verschiedene andere Dinge machen. Beispielsweise unter Halbstüfchen platzierte Kisten kann man ja auch öffnen, weil die ja nicht mehr als ganzer Block zählen. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, also kannst du beispielsweise Lagerregale viel besser darstellen. Dann ist über der Kiste halt bloß noch ein halbes Brett und kein ganzes mehr. Und du kannst auf dieses halbe Brett halt wieder eine neue Kiste draufstellen. So lassen sich wunderschöne Lagerregale. Übrigens ein sehr schönes Wort, das liest sich rückwärts und vorwärts gleich. Kann man dann schön mit simulieren. So, nichtsdestotrotz brauchst du natürlich immer noch eine Dreierhöhe und eine Viererhöhe. Oder halt eine Dreieinhalber. Je nachdem. So. Mindestens eine Dreieinhalber brauchst du, weil ansonsten. Ja. Am besten ist eine Viererhöhe, weil bei 3,5 verschwindet der Deckel der Kiste, was du nicht siehst. Kann dir also daher doch eigentlich relativ egal sein, oben in der halben Stufe. So. Ja, das nur so mal am Rande zu meinen Beobachtungen der letzten. Oh nein, das ist ein Riesenbaum. Nein, ich wollte doch keine Riesenbäume abholzen. Weißt du was? La 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 la. Guck mal kurz weg. So. Also. Wunderschön. Der kommt später mal dran. Keine Sorge, ich werde die Riesenbäume irgendwann auch mal wegnehmen, weil ich möchte hier keinen Urwald. Ich möchte hier bloß jetzt nicht ewig an einem Baum sitzen. Ewig und 3 Tage. So wie jetzt, so ist mir das eigentlich ganz angenehm, dass man hier mal kurz durchrennt, mit ein bisschen mit einem Schnitzel durchs Unterholz haut. Kennt man ja, so kriegt man wirklich schönes, luftdurchlässiges Schnitzel. Das ist richtig luftig. Wenn du raufbeißt, hast du sogar so ein bisschen diese Knisterfolien da, den Effekt. Weil die Äste holen nämlich die ganzen Luftlöcher ins Fleisch und du kriegst das Fleisch schön locker. Die ganzen Verzerrungen im Muskel, die werden schön gelöst. Hier nochmal kurz demonstrieren, zack. Und es gibt ein frisches Waldaroma beim Anbraten. Herrlich, kann ich euch sagen. So, genug Scheiße gelabert, jetzt geht's mal weiter hier mit unserem Auftrag, mit unserer Mission Impossible. Nämlich Holz sammeln, und zwar eine Menge. Ich habe nämlich schon vor Augen, wo ich demnächst auch noch was bauen möchte. Wir haben ja da mal so eine kleine Insel angefangen, mitten auf dem Ozean. Und ich glaube, dass... Da werde ich natürlich jetzt nicht die Stegstadt hinbauen, sondern, ich habe es ja vorhin schon fallen lassen, Schiffe und Experte und so, die machen das folgendermaßen, dass ich erstmal ein Schiff baue und dann entscheide, ob ich das Schiff da so lasse. Also ich werde definitiv ein großes Schiff bauen, darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Ich schätze mal, alleine der heutige Ertrag wird in diesem Schiff nur auf den Kiel gehen. Aber, na gut, sagen wir mal, der Kiel nimmt... Okay, ist ein bisschen viel gerechnet. Der Kiel nimmt nicht so viel. Aber er wird auf jeden Fall ein bisschen was nehmen. Wir machen noch so lange, bis die Axt den Geist... Haben wir noch eine dritte Axt? Oh, wir machen noch so lange, bis die Äxte den Geist aufgeben. Also stellt auch schon mal auf die nächsten 30 Folgen Holzfällen ein. So, wird... Oh, die Folge ist ja gleich vorbei, Freunde. Das gibt's doch nicht. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Also jetzt ehrlich nicht, weil man vergisst die Zeit, wenn man aufnimmt. Ist einfach so. Könnt ihr viele Let's Player fragen, man vergisst die Zeit, weil du wirklich im Spiel drin bist. Ihr kennt das ja selber vom Spielen. Du bist im Spiel drin und dann guckst du auf die Uhr, war es schon wieder 3 Stunden. Ich habe doch erst 3 Paläste, 10 Schiffe, 5 Städte und ein Blumenbeet gebaut. Bei Minecraft. Tja, so kann es gehen in 3 Stunden, ne? Ihr wisst das ja, die Zeit fliegt förmlich. Übrigens, Zeit fliegt mir, fliegt gleich der Magen weg. Ich habe nämlich so einen Hunger.
Der Magen hängt schon so tief in den Kniekehlen. Da wird gleich der Erdkern angezogen, nicht mehr der Magen vom Erdkern. So. Da vorne ist noch ein Minibaum, der kann auch noch weg. Hier mit dem Schnitzel ab durchs Unterholz. Ist ja gutes Rinderfilet. Das hält ein bisschen was aus. Reh ist ja ein bisschen fest. Rind ist ja ein bisschen festeres Fleisch. Auch Rehe wären auch wunderschöne Tiere hier. Dann würde ich mir jeden zweiten Tag ein Wildbret gönnen. Bis ich irgendwann, ja, zur Jagd rollen muss. So. Zack. Das ist der Baum. Ja, unser Megawald leidet ein wenig unter Befall von Parasiten. Ne? Hier rennt immer so ein seltsamer Käfer auf zwei Beine mit seltsamen metallenen Schneidwerkzeugen durch und dezimiert den ganzen Waldbestand. Ist nicht so gut. Da muss einer mal den Forstwirt rufen. Zack. Wieder. Man kriegt ja hier durch... Ja, das sind aber die Minibäume. Waren wir hier zum Schluss, dass die alle so mini sind? Ich weiß das gar nicht. Nee, zum Schluss haben wir da vorne gepflanzt. Hinten, nee, hinten in dem... In der kleinen Nische, in der Bucht. Oder nee, in der Schlucht eigentlich. Ja, da hinten ist zwar auch Wasser dran, aber da ist ja nochmal so eine kleine Erhöhung. In dem Tal, so. Nennen wir es Tal. Ich bin übrigens immer noch auf Namenssuche für diverse Städte. Ich habe auch jetzt gerade vorhin, vielleicht, ich weiß es noch nicht, ich habe nämlich ein Backup von der Let's Show Welt erstellt und habe vielleicht eine tiefgreifende Änderung vorgenommen. Oder was heißt tiefgreifend? Eine schwerwiegende oder größere, sagen wir mal lieber größere Änderung vorgenommen. Und warum habe ich einfach die Karte kopiert? Na ganz klar, Backup, falls mir die Idee nicht gefällt. Ich habe nämlich einen ganzen Landstrich einer neuen Funktion zugewiesen. Und nein, keine Sorge, es ist nicht die Stadt, es ist auch nicht die Burg. Das ist auch nicht die Zwergenmine, bei der ich übrigens auch mal weiterbauen müsste. Sondern es ist ein anderer Teil. Und da bin ich ja mal gespannt, was mir da so für Ideen entfallen. Aus dem verkommenen Großhirn. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall langsam mal wieder in die Richtung arbeiten. Wir haben hier schon eine richtige Schneise rein. Oh, Äpfel. Apfel, die Dapfel. Da können wir uns goldene Äpfel draus machen. Wenn wir wollen. Dann speisen wir wie die feinen Herrschaften mit Blattgold überzogene Äpfel. Das Gold müssen wir, also wir müssen danach auf jeden Fall dann in eine Silberschüssel scheißen, damit wir das Gold wieder rausfiltern können. Aus den Exkrementen. Zack. Wo ist der Apfel? Da ist der Apfel. Und ich sah noch etwas anderes. Genau, dort ist es. Es trifft sich sehr gut, dass die Kuh da jetzt steht. Weil wir wollen sowieso die Saplings einsammeln. Buku, Angriff von hinten. Einmal quer die Arschfalte hier bügelt. Zack, gleich eine zweite Arschritze gezogen mit dem Schwert. Und jetzt einmal hier alles einsammeln, was wir haben fallen lassen. Was noch eine Muku? Ich will Muku-Leder. Wir können auch Leder von einem Huhn uns ergaunern, aber das wäre ja zumindest logischer, weißt du, wenn du Leder auch von Hühnern bekommst, jetzt mal nicht von dem Aspekt, dass Hühner Leder geben, das ist Quatsch, aber von der Größenordnung her wäre das Leder eines Huhnes einem Buch angemessen, aber nicht das Leder einer Kuh, um das alte Thema nochmal aufzugreifen. Ich glaube, ich kann mich die nächsten 300 Folgen noch drüber aufregen. Oh, da sind wir an einem Baum vorbeigerauscht. So, mein Freund, du kommst mit. Du musst jetzt mal ein paar Fragen beantworten. Kommst mal mit aufs Revier. Du genauso. Ich verliere den Fokus aus den Augen. Ich renne dann immer irgendwie an einer Seite lang. Baue dann aber nicht wirklich einheitlich. Jetzt bin ich schon wieder auf dem Weg nach vorne. Und wenn ich so weitermache, renne ich dann nämlich da vorne jetzt irgendwie wieder quer durch. Und dann lasse ich die, könnte außen vor und die. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Und wenn ich so weitermache wie jetzt, dann vergesse ich, dass Folgenende ist. Und das schon seit 4 Minuten und dann nehme ich wieder eine halbe Stunde auf und ihr gebt mir wieder einen Arsch voll und dann deabonniert ihr mich alle. Deshalb sage ich jetzt einfach mal, wir sehen uns in der nächsten Folge dann hier noch die nächsten zwei Äxte, genauer gesagt, sehen wir uns hier im Wald wieder. Alter Schwede, haben wir schon Holz gesammelt. Die nächsten zwei Äxte sehen wir uns noch im Holz wieder, im Unterholz des Waldes, der danach wahrscheinlich ein wenig weniger waldig aussehen wird. Ein wenig weniger? Ja, ist das richtig? Ist richtig, okay. Und dann mache ich jetzt hier an dieser Stelle Schluss, bevor die 25 Minuten vorbei sind. Deshalb sage ich jetzt hier an der Stelle auf Wiedersehen, wir sehen uns, Freunde, und tschüssikowski, bis dann, ciao.